Wenn ich zur Standortbestimmung komme, dann darf ich sagen, ich habe das große Privileg als Amtspräsident, darf ich bei vielen Sektionen und bei vielen Organisationen im ganzen Land unterwegs sein und ich bekomme viel zu hören aus dem Volk. Wahrscheinlich mehr als einige andere unter der Bundeshauskuppel. Und ich höre das sehr oft, die Politik beschäftigt sich nur noch mit sich selber. Es sind nur noch Geplänkel zwischen Parteipolitik. Es gibt so viele Politiker, die ständig die Meinung ändern. Es passiert trotzdem nichts, auch wenn wir mal richtig stimmen. Es gibt kaum eine Veränderung. Ich spreche mit Senioren, die liebevoll ihren Mann oder ihre Frau pflegen, die aber letztendlich kaum noch überleben können und die mich fragen, warum ich, der ein Leben lang eingezahlt hat, warum kann ich kaum noch leben? Und Leute, die frisch in diesem Land sind, die auch nicht bedroht und nicht geflüchtet sind, sondern die hier einfach ein besseres Leben wollen, bekommen alles. Als ich aus dem Wallis letzte Woche nach Hause gefahren bin, ist mit mir ein 57-jähriger Schweizer strammer Eidgenosse, jahrzehntelang Kriminalpolizist gefahren. Er hat gesagt, ich habe schon über 100 Bewerbungen rausgeschickt, ich habe keine Chance mehr. Was sind wir für ein Land, das mit einer Generation, die dieses Land stark gemacht hat und aufgebaut hat, so umgeht? Was sind das für Leute, die nur noch Ausländer und Junge einstellen und Leuten mit Erfahrung keine Wertschätzung mehr gegenüberbringen? Auch Unternehmer, und ich weiß, es hat in der Rams viele Unternehmer, erzählen, sie ersticken derart unter der Bürokratie, dass sie kaum noch sich um das eigentliche Geschäft kümmern können. Sie müssen das halbe Jahr nur noch staatliche Regulierung abwälzen. Und Leute, und zwar nicht nur in größeren Städten, sondern auch in kleineren Gemeinden wie St. Margrethen, sagen mir, ich fühle mich einfach fremd in meinem eigenen Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Das sind Sorgen, die berechtigt sind, und das sind Sorgen, die auch mir Sorgen bereiten über die Zukunft von unserem Land. Die Politik, die ist schwach, sie ist nicht mehr ehrlich, sie ist nicht mehr aufrichtig. Und wenn ich als Beispiel den neuen Außenminister Ignazio Cassis nehme, dann ist er auch kein Vorbild für die Schweizer Politik. So hat er vor der Bundesratswahl gesagt, ein Rahmenabkommen wäre Gift für die Schweiz. Er hat dann nach der Wahl gesagt, ja, wir machen jetzt ein Freundschaftsabkommen statt ein Rahmenabkommen. Und inzwischen sagt er, wir machen ein Marktzugangsabkommen statt ein Rahmenabkommen. Aber im Prinzip will er genau dasselbe und er macht schneller vorwärts als noch sein Vorgänger. Und das ist keine ehrliche Politik. Aber in seiner Partei scheint das üblich zu sein. Ich erinnere an die Sonntagszeitung vom 6. Juli 2014. Da sagte der angehende Ständerat und Präsident der FDP, Philipp Müller, noch eindeutig, warum er das institutionelle Rahmenabkommen ablehnt. Er sagte, Zitat, wir wären damit das unsouveränste Land der Welt. Wir müssten völlig nach der Pfeife der EU tanzen und hätten gar nichts mehr zu sagen. Da könnten wir ja gleich der EU beitreten. Da hat er recht. Und dann sehe ich ihn vor wenigen Wochen mit Christoph Blocher in der Arena und da erzählt er das Gegenteil. Da will er plötzlich sich annähern an die Europäische Union. Wo bleibt denn da die Linie und die Glaubwürdigkeit eines Politikers, wenn er das wechselt, wie andere Socken wechseln? Wir stehen für eine Politik, die für Werte steht, für Überzeugungen mit Kraft, Mut, Entschlossenheit und Glaubwürdigkeit, weil für uns zählt zuerst die Schweiz und nicht persönliche Befindlichkeiten oder irgendwelche Versprechen. Und die Eins ist daran, zusammen mit anderen Organisationen einen Befreiungsschlag zu versuchen. Und ich möchte Ihnen kurz diesen Befreiungsschlag dokumentieren. Punkt 1,
das ist die Begrenzungsinitiative, die inzwischen läuft, wofür wir inzwischen alle wacker am Unterschriften sammeln sind. Und da geht es nicht nur darum, dass wir die Zuwanderung wieder selber steuern können und in die eigene Hand nehmen, sondern es geht vor allem auch darum, dass die im Parlament wieder das machen und auch im Bundesrat, was das Volk entscheidet. In diesem Parlament, da bewegen sich Leute, die halten sich gebunden an sich selber, vielleicht noch an die Brieftasche und an Lobbyisten, aber nicht mehr an den Willen der Bürgerinnen und Bürger, nicht mehr an das, was in der Schweizerischen Bundesverfassung drinsteht. Ich habe neulich einen Artikel über die chinesische Regierung gelesen und ich zitiere daraus: Ich erlebe ein Land, dessen Politiker sich in der Öffentlichkeit wie die selbstbewussten Führer einer Weltmacht gebärden, aber in Wirklichkeit Getriebene sind, die eine solche Angst vor der eigenen Bevölkerung haben, dass sie im Jahr mehr für die innere Sicherheit, die Kontrolle vom Internet, Netzsperren ausgeben, als für die Verteidigung nach außen. Die Furcht vor dem eigenen Volk ist größer als vor dem Äußeren. Ich verstehe, warum. Und da fühle ich mich wirklich erinnert an die Schweizer Regierung, die Volksentscheide nicht mehr umsetzt, die vertuscht, die das Volk nicht ernst nimmt und die denkt, wir seien nur noch hier zum Zahlen und zum Schweigen. Wir sind nicht hier zum Zahlen und zum Schweigen, sondern das Volk ist der oberste Chef in diesem Land und die Schweizerische Bundesverfassung, die gilt für alle, auch für Bundesräte, Bundesrätinnen erst recht und für National- und Ständeräte. Wenn die Schweiz so stark ist, wie sie heute ist und in all diesen Statistiken weit vorne steht, wenig Arbeitslosigkeit, hoher Wohlstand, gute Lebensqualität, dann geht es ja nicht nur um Statistiken, sondern es geht vor allem um den Menschen. Es geht darum, hat jemand einen Job oder hat er keinen? Kann er hier gut leben oder kann er hier nicht gut leben? Und wir sind hier in einem guten Zustand, weil wir frei sind, weil wir anders sind und weil wir besser sind als die anderen. Und die Politik der Gleichmacherei in Bern, alle Gesetze anpassen, alles gleich machen wie die in Brüssel, das schwächt unsere Position, weil dann sind wir nicht mehr anders und schon gar nicht mehr besser, sondern höchstens noch eine schlechte Kopie. Die Auns will wieder für gemeinsame Grundwerte kämpfen. In jeder Familie brauchen sie eine gemeinsame Basis. Da muss doch auch der größte Freund der Multikulti anerkennen, dass es für eine Gesellschaft gemeinsame Grundwerte braucht. Und wer diese Grundwerte nicht mittragen will, der ist hier auch nicht willkommen. Wir kämpfen für die Schweizer. Wir kämpfen für die Schweizer. Und zwar nicht für einzelne Schweizer, sondern für alle Schweizer. Von der Rhone bis an den Bodensee, von Schaffhausen bis ins Tessin. Wir kämpfen für ihre Hoffnungen, für ihre Träume und für ihre Zukunft. Wir kämpfen vor allem für ihr Recht, eine Regierung zu haben, die sie respektiert, die dem Volk zuhört, die das Volk unterstützt und für das Volk kämpft. Und nicht eine Regierung, die nur für die in Brüssel und für Lobbyisten arbeitet. Und was mich unglaublich stolz macht, wenn ich in die Vergangenheit zurückschaue, auch stolz bin auf die Politikergeneration vor uns, das ist, dass trotz der ganzen Hetze, trotz den ganzen Angstkampagnen, den ganzen Mediengeschichten und in der heutigen Zeit vergessen ja so viele Staaten ihre Geschichtsbücher und die harten Lektionen der Geschichte, so blieben die Schweizer letztendlich immer bei ihren Werten. Sie sind am Schluss den Werten gefolgt, sie sind am Schluss auch in schwierigen Zeiten zur Schweiz gestanden. Sie haben damals den EWR abgelehnt und ich bin überzeugt, wir werden das hinkriegen, gemeinsam wir alle, dass die Schweiz auch dieses Mal sich aus den Krallen von Brüssel lösen kann. Dazu haben wir 4 aktive Kämpfe. Der erste habe ich erwähnt, die Begrenzungsinitiative.
Der zweite, die EU-Waffenrichtlinie. Wir lassen uns nicht entwaffnen. Ich kann Ihnen sagen, ich musste gerade kürzlich beim Militär meine Ware abgeben und ich wollte die Dienstwaffe behalten. Dann musste zuerst mal auf den Polizeiposten und musste erklären, dass du nicht psychisch gestört bist und keinen abknallen willst. Dann wird dir ein Formular ausgestellt und das ist altes Recht. Nach neuem Recht wird es dann noch viel strenger und am Schluss wird wahrscheinlich in Brüssel eine Behörde entscheiden, ob Soldat Raimon seine Dienstwaffe behalten kann oder nicht. Punkt 3 ist die Selbstbestimmungsinitiative. Die kommt bald vors Volk. Wir möchten, dass das Schweizer Recht, das Schweizer Verfassungsrecht, das heißt alles, was das Volk darüber entscheidet, vor internationalen Konventionen kommt, vor irgendwelchen Gerichtsentscheiden aus Straßburg kommt. Und der vierte Punkt, der wichtigste Punkt und wahrscheinlich auch der aktuellste und schnellste Kampf, der kommt, das ist das Rahmenabkommen als absolutes No-Go für die Schweiz. Eine unabhängige Schweiz kann und darf kein Rahmenabkommen machen. Ja, wir dürfen es nicht einmal verhandeln, weil wir verhandeln hier nicht über eine Sachfrage, über eine inhaltliche Position, da kann man immer verhandeln, sondern wir verhandeln hier die Institutionen der Schweiz. Wir verhandeln die direkte Demokratie der Schweiz und wir machen die Erfolgswerte, die Grundbasis von unserem Zusammenleben in diesem Land kaputt, wenn wir ein Rahmenabkommen abschließen, das uns an alle EU-Beschlüsse und EU-Entscheide bindet. Und hier wird die AUNS zusammen auch mit Christoph Blocher und dem Komitee EU-NO alles geben, dass dieses Rahmenabkommen niemals eine Tatsache wird. Was sich in der EU-Propagandaabteilung und neu auch bei Gassis Propagandaabteilung harmlos anhört, ist in Tat und Wahrheit eiskalte Erpressung. Nur wenn die Schweiz die EU-Richter über die Verfassung und über das Volk stellt, dann wird auch über Inhalte verhandelt. Wer sich auf dieses Spiel einlässt, der kann nicht die Interessen der Schweiz vertreten, sondern der vertritt die Interessen der Europäischen Union. Unser staatlicher Aufbau, der ist föderalistisch. Regionen gegliedert in drei politische Ebenen, der Bund, die Kantone, die Gemeinden. Und jetzt soll eine neue Instanz darüber gestülpt werden, nämlich die Europäische Union und ihre ganze Bürokratie. Das würde den Schweizer Staatsaufbau plattwalzen und uns definitiv ans untergehende Schiff der Europäischen Union ketten. Und wir werden hier kämpfen für unser Land und für unser Volk. Ich danke Ihnen allen, dass Sie hier mitmachen, dass Sie auch Ihre Freunde überzeugen, weil dieser Kampf wird elementar und enorm wichtig für die Zukunft unseres Landes. Und ich bin sehr froh, dass wir da auf die AUNS zählen können, dass wir da auf Christoph Blocher zählen können, weil dann haben wir wirklich eine Chance, zusammen mit dem Schweizer Volk die Zukunft der Schweiz zu stärken. In diesem Sinne, vielen Dank.